Das James Webb-Weltraumteleskop hat Hinweise auf kohlenstoffbasierte Moleküle in der Atmosphäre einer vermuteten Meereswelt entdeckt. Der extrasolare Planet oder Exoplanet, bekannt als K2-18b, ist ein verlockendes Ziel für Astronomen, die nach Leben außerhalb des Sonnensystems suchen, da frühere Forschungen und Beobachtungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop darauf hingewiesen haben, dass es sich bei dem Planeten um einen Ozean oder Hyzean, Welt voller flüssigem Wasser, ein lebenswichtiger Bestandteil. K2-18b hat einen Radius, der 2 bis 3 Mal größer als der der Erde ist, und liegt 120 Lichtjahre vom Sonnensystem entfernt. Die neuen Ergebnisse zeigten Spuren von Kohlendioxid und Methan in der Atmosphäre von K2-18b, ohne dass Ammoniak nachgewiesen wurde, was wahrscheinlich auf einen Wasserozean unter einer wasserstoffreichen Atmosphäre hinweist. Mit einer Masse von etwa dem 8-6-fachen der Erde und seiner Lage in der bewohnbaren Zone seines kühlen Sterns, der Region, die weder zu heiß noch zu kalt ist, um flüssiges Wasser zu beherbergen, ist K2-18b ein Beispiel für einen Planeten mit einer Größe zwischen der Erde und der Sonnensystem Eisriese Neptun. Diese Welten werden als Subneptune bezeichnet und sind anders als alle anderen Planeten im Sonnensystem, was sie für Astronomen, die derzeit über die Natur ihrer Atmosphären debattieren, zu einem Rätsel macht. Diese Forschung sollte dazu beitragen, den Schleier über die Atmosphären und Umweltbedingungen sowohl der Subneptun- als auch der Hyzeanwelten zu lüften. Zusätzlich zum Auftauchen von Kohlenstoffmolekülen zeigten die JWST-Ergebnisse auch das mögliche Vorhandensein von etwas potenziell Aufregenderem in der Atmosphäre von K2-18b. Das Weltraumteleskop scheint die Methylsulfid, DMS, entdeckt zu haben, das auf der Erde nur als Nebenprodukt des Lebens entsteht, hauptsächlich durch Phytoplankton. Das Team ist bei diesem Nachweis vorsichtig, da er weitaus weniger sicher ist als das Vorhandensein von Kohlenstoffmolekülen. Diese Vorsicht ist bei den K2-18b-Befunden im Allgemeinen geboten, wenn es um Spekulationen über außerirdisches Leben geht. Selbst wenn der Planet über einen Ozean mit flüssigem Wasser und eine Atmosphäre mit Kohlenstoffmolekülen verfügt, bedeutet das nicht unbedingt, dass er Leben beherbergt oder dass der Exoplanet überhaupt Lebewesen beherbergen könnte. Mit einer Breite von etwa dem 2-6-fachen der Erde bedeutet die Größe des Planeten, dass sein inneres Hochdruckes enthält, ähnlich wie Neptun, aber mit einer dünneren Atmosphäre und einer Meeresoberfläche. Dies bedeutet, dass der Planet möglicherweise flüssiges Wasser verdampft, wodurch seine Ozeane zu heiß werden, um Leben zu beherbergen. Die Zusammensetzung der Atmosphären entfernter Welten wie K2-18b zu beurteilen, ist keine leichte Aufgabe, da das Licht, das von ihren Atmosphären reflektiert wird, im Vergleich zum Licht ihrer Muttersterne sehr schwach ist. Die Ergebnisse des Teams spiegeln Daten wider, die das JWST während nur 2 Transits von K2-18b über die Oberfläche seines Muttersterns gesammelt hat. Weitere Beobachtungen des Exoplaneten sind in Vorbereitung, aber das Team hinter diesen Erkenntnissen glaubt, dass das, was sie bisher gesehen haben, bereits ein Beweis für die Leistungsfähigkeit des JWST ist, wobei das ultimative Ziel die Identifizierung von Leben auf einem bewohnbaren Exoplaneten ist, der sich verändern würde unser Verständnis unseres Platzes im Universum. Diese neuen Erkenntnisse sind ein vielversprechender Schritt zu einem tieferen Verständnis der Hyzeanwelten auf dieser Suche. Das allererste von James Webb aufgenommene Exoplanetenbild war der Exoplanet HIP 654-26b. Was auf diesem Bild wie kleine, klumpige Kleckse aussieht, ist das Licht eines echten Planeten, der fast 10-mal so groß wie Jupiter und fast 400 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Er umkreist einen Stern, der viel größer als unsere Sonne ist, und ist sehr jung, sogar so jung, dass er von der Hitze seiner Entstehung noch warm ist und hell im Infrarotlicht leuchtet. Diese Infrarotphotonen reisten direkt aus einer anderen Welt, um den prächtigen goldenen Wabenspiegel von JWST zu erreichen und die Bilder zu erzeugen, die wir sehen. Sie sind so viel mehr als nur einfache Punkte. Es ist unglaublich, dass es der Menschheit gelungen ist, einen anderen Planeten direkt zu sehen, eine Aufgabe, die mit dem Fotografieren eines Glühwürmchens vergleichbar ist,
das aus Hunderten von Kilometern Entfernung inmitten der Lichter einer Stadt summt. Planeten sind im Vergleich zu den hellen Sternen, die sie umkreisen, extrem lichtschwach. Um sie zu sehen, müssen wir das Sternenlicht durchforsten, um die Planeten darunter zu entdecken. Jetzt hat das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA einen fernen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems beobachtet, der anders ist als alles andere in ihm und dabei eine wahrscheinlich stark reflektierende Welt mit einer dampfenden Atmosphäre enthüllt. Es ist der bisher genaueste Blick auf die mysteriöse Welt, einen Mini-Neptun, der für frühere Beobachtungen weitgehend undurchdringlich war. Und obwohl der Planet mit der Bezeichnung GJ1214b zu heiß ist, um Ozeane mit flüssigem Wasser zu beherbergen, könnte Wasser in verdampfter Form immer noch einen großen Teil seiner Atmosphäre ausmachen. Der Planet ist vollständig von einer Art Dunst- oder Wolkenschicht bedeckt, sagte Eliza Campton, Forscherin an der University of Maryland und Hauptautorin eines neuen Artikels über den Planeten, der in Nature veröffentlicht wurde. Die Atmosphäre blieb uns bis zu dieser Beobachtung völlig verborgen. Sie stellte fest, dass der Planet, wenn er tatsächlich wasserreich wäre, zum Zeitpunkt seiner Entstehung eine Wasserwelt mit großen Mengen an wässrigem und eisigem Material gewesen sein könnte. Und wo Wasser ist, könnte Leben sein. Diese Wasserwelt könnte winzige mikrobielle Gemeinschaften oder vielleicht sogar riesige Wasserriesen beherbergt haben, die noch nie in ihrem Leben einen Sonnenstrahl gesehen haben. Um eine so dicke Barriere zu durchdringen, nutzte das Forschungsteam einen neuartigen Ansatz. Zusätzlich zur Standardbeobachtung, der Erfassung des Lichts des Muttersterns, das durch die Atmosphäre des Planeten gefiltert wurde, verfolgten sie GJ1214b auf fast seiner gesamten Umlaufbahn der Stern. Die Beobachtung demonstriert die Leistungsfähigkeit von Webbs mit Infrarotinstrument, MIRI, das Lichtwellenlängen außerhalb des Teils des elektromagnetischen Spektrums betrachtet, den das menschliche Auge sehen kann. Die Fähigkeit, eine vollständige Umlaufbahn zu erreichen, war wirklich entscheidend, um zu verstehen, wie der Planet Wärme von der Tag- zur Nachtseite verteilt, sagte Campton. Es gibt große Kontraste zwischen Tag und Nacht. Die Nachtseite ist kälter als die Tagseite. Tatsächlich schwankten die Temperaturen von 535 auf 326 Grad Fahrenheit. Eine derart große Verschiebung ist nur in einer Atmosphäre möglich, die aus schwereren Molekülen wie Wasser oder Methan besteht, die bei Beobachtung mit MIRI ähnlich aussehen. Das bedeutet, dass die Atmosphäre von GJ1214b nicht hauptsächlich aus leichteren Wasserstoffmolekülen besteht, was ein möglicherweise wichtiger Hinweis auf die Geschichte und Entstehung des Planeten ist und möglicherweise auf seinen wässrigen Ursprung. Und obwohl der Planet nach menschlichen Maßstäben heiß ist, ist er viel kühler als erwartet. Das liegt daran, dass seine ungewöhnlich glänzende Atmosphäre, was die Forscher überraschte, einen großen Teil des Lichts seines Muttersterns reflektiert, anstatt es zu absorbieren und heißer zu werden. Die neuen Beobachtungen könnten die Tür zu tieferen Erkenntnissen über einen Planetentyp öffnen, der von Unsicherheit umgeben ist. Beim Blick auf einen 26 Lichtjahre entfernten Gesteinsplaneten hat das James Webb Space Telescope, JWST, Anzeichen von Wasserdampf entdeckt. Die Entdeckung wäre das erste Mal, dass es Astronomen überhaupt gelingt, eine Atmosphäre auf einem Gesteinsplaneten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems zu erkennen. Das Auffinden von Wasserdampf auf einem kleinen Planeten wäre auch ein großer Fortschritt bei der Suche nach bewohnbaren Planeten außerhalb der Erde, da Wasser für das Leben, wie wir es kennen, lebenswichtig ist. Allein zu wissen, dass auf einem Gesteinsplaneten um einen anderen Stern Wasser existieren könnte, wäre eine große Sache. Das Team hatte ursprünglich geplant, in der Atmosphäre von Gesteinsplaneten nach Signaturen von Kohlendioxid zu suchen. Die Forscher hatten GJ486b im Visier, einen Gesteinsplaneten, der in der Nähe eines roten Zwergsterns im Sternbild Jungfrau kreist. Mit einer geschätzten Oberflächentemperatur von 800 Grad Fahrenheit ist GJ486b mit der Venus vergleichbar und liegt sicherlich nicht im Bereich dessen, was man als bewohnbar oder erdähnlich bezeichnen würde. Er umkreist seinen Mutterstern so nah,
dass die Atmosphäre des Planeten leicht schon vor langer Zeit durch Sternesbrüche und andere Ausbrüche hätte erodiert werden können. Angesichts solch rauer Bedingungen sagte die Hauptautorin der Studie, Sarah Moran, eine Planetenforscherin an der University of Arizona, sie sei überrascht gewesen, Signale zu sehen, die auf eine atmosphärische Erkennung hindeuteten. Ein konkurrierendes Szenario ergibt sich aus der Tatsache, dass rote Zwerge viel kleiner, dunkler und kühler sind als unsere Sonne. Das bedeutet, dass Sternflecken auf ihren Oberflächen dunkle Touren als ihre Umgebung aufweisen, besonders kühl sind und niedrig genug sein können, um die Bildung von Wasserdampf aufrechtzuerhalten. Sollte sich herausstellen, dass der Wasserdampf vom Planeten und nicht vom Stern kommt, würde das bedeuten, dass GJ 486b eine Atmosphäre hat. Und wenn ein Planet mit einer so hohen Oberflächentemperatur und einer gefährlich nahen Umlaufbahn zu seinem Mutterstern eine Atmosphäre aufrechterhalten kann, dann dürften kühlere Welten in milderen Umlaufbahnen vermutlich noch bessere Chancen auf Bewohnbarkeit bieten. Innerhalb des nächsten Jahres oder so sollten Astronomen genügend Daten sammeln, um definitiv feststellen zu können, ob GJ 486b eine Atmosphäre hat. Das ist erst der Anfang. Weitere Beobachtungen von Exoplaneten durch James Webb werden die Zukunft der Astrobiologie sicherlich verändern, aber was weiß ich? Orbit. Jenseits des Blaus.